denke mal, eigentlich sind wir Propheten gewesen oder bin ich Prophet gewesen, der hat es ja nur in Form gebracht. Zum Beispiel, schmeckt Frühlingslolle oder Bitzerl dir besser als ein gutes Schnitzerl, brauchst du nicht in die Welt zu reisen, du kannst auch hier exotisch speisen. Beim Italiener und Chinesen, da bist du sicher schon gewesen. Und schon im Herbst, du wirst es sehen, da kannst du griechisch essen gehen. Jetzt fehlt in der Menüpalette noch irgendeine Fastfood-Kette. Mit Pommes, Burger am Tablett, dann wäre das Angebot komplett. Wer gern nach Bodenständigen schaut, wie Gesichts und Knödel oder Kraut, der muss entweder lange suchen oder Auslandsurlaub buchen. Wann gut ist? 1993. Die Zeit hat uns überholt. Jetzt bringe ich etwas, wo da gerne oft zitiert wird. Damals, oder es wird gesagt, oder ist damals gesagt worden, das ist klar, der hat eine bestimmte Person im Auge gehabt und da geht es um die Leggings, alle, wie die Leute Leggings auch haben und so weiter. Also es ist mittlerweile fast der Klassiker geworden. Ich wiederhole es jetzt gerne. Es ist ganz kurz. Und trägt sie eine Radlerhose, dazu ein T-Shirt, ziemlich lose, ist sie darunter auch noch nackig. Das Bob schon rund, adrett und knackig, entsteht ein Wunsch, vielleicht kein frommer, im Männerhirnen jetzt im Sommer. Nur wird die Frage im Vertrauen, warum gerade die dicksten Frauen sich engste Kleidung nicht verkneifen, ein Männerhirn wohl nie begreifen. Auch ein bisschen prophetisch. Naja, es war damals auch schon so gut. Es schlug vor vielen hundert Jahren weit Hofenstolz die Türken Schaden mit ungeheurer Kraft und Wucht im Kreilhof draußen in die Flucht. Noch heute erzählt die Heldentat die Schrift am Turm in unserer Stadt dem ahnungslosen Wandersmann, der von weit Hofen angetan mit einem flotten, frohen Lied in Richtung oberen Stadtplatz zieht. Na, hoffentlich erschreckt er nicht, wenn plötzlich einer Türkisch spricht und ihm erklärt, dass Türkisch Mann mit Autozug und Aeroplan vor ein paar Jahren wundersam zurück in unser Städtchen kam und dass die Turnschrift, weil sie schwätzt, sogar das Menschenrecht verletzt. So, und jetzt komme ich zum... Ah ja, da habe ich auch noch was fragen, auch was aktuelles, das ist aus 1999. Wer mit dem Fahrrad unbeschwert die Einbahn gegengleich befährt, der ist zwar hier bei uns im Recht, doch enden könnte die Sache schlecht. Wenn ihm ein Fahrzeug voll erwischt und seine Knochen kräftig mischt. Dann geht die Sache gimpflig aus, dann landet er im Krankenhaus, wird dort aufs Beste hergestellt und dort radelt weiter durch die Welt. Nur hat der Pech beim Radlspaß, wächst über ihn bald grünes Gras. Die Erde deckt sein kühles Grab, obwohl der Richter recht gehabt hat.